Sag's mir. Wir können über alles reden, bitte. Ja, Sie werden mit der Polizei reden. Und denen sagen, dass Sie für die Sabotage verantwortlich sind. Sie sind da. Ja. Andi! Andi! Was? Die Bär! Scheiß, Mann! Dieses Arschloch! Reiß dich zusammen, verdammt! Scheiße! Hallo? Ja, wir brauchen einen Krankenwagen. Hallo! Hey! Hi! Da seid ihr ja schon wieder. Wolltet ihr nicht spazieren gehen? Maxi hat Schnupfen. Sorry, dass wir hier so reinplatzen, aber ihm gibt's wirklich nicht gut. Kein Thema. Gordana, ich glaube, er hat Fieber. Was? Kannst du heute bei ihm bleiben? Ich muss noch zu meinen Eltern. Tommy kommt doch heute aus dem Krankenhaus. Das ist ja schön. Überall sind Babys. Natürlich, ich bleib bei ihm. Dann gehen wir ins Zimmer? Yep. Aber bloß kein Sex, ja? Sag ja genau die Richtige. Die Frau vom Jugendamt hat sich angekündigt. Ach, nur weil ihr behauptet habt, dass Olli mit Ricardo zusammen wäre, oder was? Ja. Und wenn die jetzt rausfindet, dass Ricardo gar nicht Olli ist und Olli nicht du, dann glaubt sie uns doch am Ende überhaupt nichts mehr und Dana kann die Adoption knicken. No limits? Yep. Oh. Hallo, Leni. Hallo. Was macht ihr denn hier? Inventur? Richtig? Richtig. Ja, genau. Und wir haben uns immer wieder verzählt. So, mir reicht's jetzt. Komm mit. Tschüss, Leni. Ciao. Tschüss, Leni. Tschüss. Und die Bettwäsche wechseln. Ja? Guck doch mal. Nein, nein, die Spülung habe ich. Und guck doch mal im. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich rufe dich gleich zurück. Hallo, Herr Wolf. Hallo, Thomas. Hallo. Was machst denn du hier? Die Spieluhr, die. Mein Sohn kommt heute nach Hause. Und jedes Wolfkind hat die Spieluhr über dem Bett hängen gehabt. Was macht ihr hier? Ich verstehe das nicht. Ich habe drei Kinder. Immer ist alles gut gegangen. Und jetzt? Jetzt kommt der Kleine zu früh auf die Welt. Victoria stirbt fast bei der Geburt. Dann kriegt er eine Sepsis und wir wissen gar nicht, ob er es schafft. 30 Jahre ist alles gut gegangen. Was ist denn los? Was ist denn los auf einmal? Ich habe mich so auf mein Kind gefreut und endlich habe ich einen Sohn gekriegt. Das ist wie ein Geschenk. Vielleicht haben wir uns auch übernommen. Ich weiß, es ist nur eine Spieluhr, aber ich habe mir eben immer vorgestellt, wie mein Sohn dazu einschläft. Das war so eine. Ja, so eine ganz feste Vorstellung von mir. Das wird er auch wieder. Ich meine, die Uhr läuft doch noch und ihm geht's auch schon besser, oder? Und ja. Die Figur, die kann man doch bestimmt kleben. Ja, natürlich. Sie machen sich trotzdem Sorgen, dass noch mehr passiert. Was ist, wenn der Kleine es nicht schafft? Er ist 6 Wochen zu früh auf die Welt gekommen. 6 Wochen. Das war verdammt knapp. Aber er ist wieder über dem Berg. Ja. Zum Glück. Deswegen wird er jetzt ja auch schon entlassen. Also, dann gibt's doch gar keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und wenn ich's nicht schaffe? Was ist, wenn ich einen Fehler mache? Ich werde ganz allein zu Hause sein. Ich habe die ganze Verantwortung. Ich liebe den Kleinen. Aber seitdem er auf der Welt ist, habe ich Angst um ihn.
so, mein kleines Wölfchen. Heute geht's nach Hause. Wir waren schon viel zu lange in diesem doofen Krankenhaus. Ich glaube trotzdem, Papa, wäre es lieber gewesen, wenn ihr noch einen Tag länger geblieben wärt. Wieso das denn? Ich glaube, er hat Angst. Und wovor? Naja, das war schon alles ganz schön traumatisch. Ich meine, Tommy war so schwach, dann kam die Sepsis. Ja, aber jetzt ist doch alles wieder gut. Ja, sagt das Papa. Weißt du, du gehst bald wieder arbeiten und dann ist er alleine mit dem Kleinen. Ich kann schon verstehen, dass er da ein bisschen Panik bekommt. Aber das ist doch Quatsch und das weißt du auch. Thomas wird das super meistern. Er ist ein perfekter Vater. Tja, aber weiß er das auch? Es ist doch ganz normal, dass man sich Sorgen um Menschen macht, die man liebt. Das war bei ihren Töchtern doch bestimmt nicht anders. Und soweit ich das beurteilen kann, sind die ja ganz gut gelungen. Na was, pass bloß auf. Mensch, Thomas, Tommy hat doch keine Angst vorm Leben, oder? Im Gegenteil. Also solltest du das auch nicht haben. Nee. Vielleicht muss ich ihn einfach ganz normal behandeln. Und dafür darf ich ihn nicht angucken wie jemanden, der vielleicht bald nicht mehr da ist. Sondern wie jemanden, der bleibt. Wie mein Sohn. Wochenlang habe ich nur davon geträumt, dich bei mir zu haben, dich anzufassen. Und jetzt kann ich gar nicht genug davon kriegen. Hm. Du bist so wunderschön. Aber was ist eigentlich los mit dir? Wieso? Früher hast du mir so Sachen nie gesagt und die Woche überschüttest du mich mit Komplimenten. Ja, weil es stimmt. Ja, und früher nicht, oder was? Olli, sei jetzt einfach ruhig und küss mich. Na gut. Hm. Was du mir gesagt hast, dass du länger in England bleibst, da war ich nicht nur sauer, da hatte ich auch Angst. Wovor? Dass ich das nicht packe ohne dich, dass mich vielleicht irgendwann nicht mehr so vermisst wie ich dich, dass wir uns fremd werden. Sowas kann bestimmt passieren, Olli. Aber uns wird das nicht passieren. Würde ich da nur eine Sekunde drin glauben, würde ich nicht nach England gehen. Ja, und ich würde dich hier festketten.